Ja, Harry sagt Hallo und guten Tag, Harry Spezial. Ein Problem, wie es viele haben, Plattfuß, Fahrrad, Reifen, Luft raus. So, Ventil kontrolliert. Es scheint in Ordnung zu sein, also weg damit. Was macht man? Ganz einfach, man fährt dahin, wo einem geholfen werden kann. Und das machen wir auch jetzt. Erstmal ein bisschen schrauben. So, der Reifen ist also sicher verstaut, festgemacht und jetzt kann es auch losgehen. Wir fahren jetzt hier Richtung San Fernando. Ich zeige euch mal den Weg bis zum Riesenrad und dann später mehr davon. Ja, immer in der Urlaubszeit hat man natürlich dann doch Bedenken, ist der Laden auf? Ein Anruf genügt. Öffnungszeiten erfragt, weil manche haben ja auch andere Öffnungszeiten im Sommer. Aber hier Roberto hat bis um 1 Uhr, also 13.30 Uhr offen und dann wieder ab 16 Uhr bis 18.30 Uhr. Ja, wir haben zwei Möglichkeiten, entweder über San Fernando zu fahren und das werde ich auch tun, oder über die GC500. So, hier geht es am Colorado Golf vorbei. Hier sind auch wieder Angebote, Mietangebote. Ich bekomme immer Nachrichten, wenn irgendwas Neues gibt, also nur eine E-Mail dann, aber ich lese mir dann die vielen Sachen ja gar nicht so durch. So, Stoppschild. Und jetzt geht es weiter Richtung Holiday World, Riesenrad San Fernando. Wir kommen auch an der Feuerwehr vorbei, beziehungsweise auch unserer neuen Markthalle, die ja eigentlich ab Oktober wieder geöffnet haben sollte. So, wir fahren jetzt hier am Pepe Scheringo vorbei, das ist auch so eine bekannte Adresse, das ist dieser kleine, ja, Schnellimbiss. So, und da vorne an der Markthalle, da gibt es dann einen kurzen Stopp. Aber das reicht, wenn wir das im Vorbeifahren sehen. Da hat sich noch nicht viel getan. Die Metallstützen werden aufgebaut. Das Gerüst für den Vorbau steht. Ja, für viele, die hier Langzeiturlaub machen, bekannte Wege. So, hier geht es direkt zum Kreisel, zum Tulpenkreisel, wie er bekannt ist. So, hier ist er auch schon, der Tulpenkreisel.
So, dann nehme ich euch direkt mit den ganzen Weg, dann seht ihr auch, wo sich der Laden befindet. Hier gibt es einen schönen Blumenladen auf der linken Seite neben dem Spar. Da vorne eine Apotheke mit Analysis, wenn jemand irgendwelche Werte haben muss, kann er hier hingehen. Das gleiche ist aber auch an der Sita möglich oder im Mercurio. Hier gibt es auch noch einen Chinesen und eine Ferreteria, so eine Eisenbahnhandlung. So, und da vorne der nächste Kreisel, da biegen wir dann ab Richtung Fataga. Geradeaus geht es auf die Autobahn bzw. nach Bella Vista. Und wir fahren jetzt hier links direkt Richtung Fataga. So, und hier geht es dann das Schild Aussichtspunkt Tunte. So, und da vorne ist es schon, da vorne das Casa Vieja. Das ganz bekannte Restaurant hier und auf der linken Seite, hier ist der Zuhause der Roberto mit seinem Geschäft, mit dem Laden Kamikaze. So, hier ist er zu Hause und hier hoffe ich, dass ich auch gleich bedient werde. So, und hier sind wir im Reich vom Kamikaze, vom Roberto, Kamikaze Bike. Und wir schauen da auch mal ein bisschen rein, dass ihr mal seht, was es hier alles so gibt. Da gibt es alles, Fahrräder, Zubehör, Kleidung, Brillen, Instandhaltungsmittel, Schlösser, Sättel, Schuhe. Also alles, was man von so einem Bike-Shop auch ja, erwartet und das passende Outfit mit dazu. Also hier gibt es alles von der Rennmaschine hier bis ja, zu Extra-Anfertigungen. Also es ist hier alles möglich bei ihm. Und man kann auch, wenn man hier Fahrräder kauft, die in der Saison, in der Nebensaison dann unterstellen. Das heißt, ihr könnt dann auch ja sozusagen parken in der Zeit eure Fahrräder hier, wenn ihr nicht hier seid. Das geht auch. Und ich glaube, es gibt in dem Laden hier nichts, was es in puncto Zweirädern und Zubehör nicht gibt. So, da ist, und jetzt schauen wir uns das nochmal von außen an. In der Zwischenzeit wird mir geholfen. Tja, es ist ja wie ein Kindertraum, sage ich, wenn man hier durchgeht. Also, wer irgendeinen speziellen Wunsch hat oder irgendwas braucht, der kann auch andere Sachen besorgen. Schau mal dieses Rennrad hier an, das ist schon... So, das war jetzt unser kurzer Rundgang hier bei Kamikaze. Und jetzt gehen wir mal nach außen und schauen uns an, wo er hier ist. So, und der Meister sagt mir, ich sollte nicht nur den Schlauch auswechseln, sondern auch gleich den kompletten Reifen, weil der eben auch nicht mehr so gut ausschaut. Und dann machen wir das natürlich, weil ich will ja nicht in 4 Wochen da dann nochmal herkommen. So, und der Chef, der weiß, was er macht. Wir dürfen ihn ja auch bei der Arbeit zuschauen. Kompletten Satz macht man dann, sagt man so. Tja, gut. So, dann wollen wir den Meister nicht stören. Wir schauen mal nach außen. Wir gehen mal hier außen raus. So, hier ist das Casa Vieja, das bekannte
Restaurant, haben wir auch schon mal drüber berichtet, direkt nebenan, neben dem Kamikaze. Wir schauen jetzt hier mal raus. Die Straße hier, La Casa Vieja, kann man nicht verfehlen. Da ist das Boot mit dem Grill drin und ihr fahrt direkt hier vorbei, wenn ihr Richtung Fataga fahrt. Hier kann man auch schön außen sitzen. Und das ist die Straße Richtung Fataga. So, und von hier hat man sogar einen Bergblick. Und ja, auch einen Meerblick. Also, wenn ihr mal Fragen habt, irgendwas wissen wollt, dann ist hier der richtige Ansprechpartner. Kamikaze Bike. So, der Meister bei der Arbeit. Hier gibt es mit Sicherheit einen Kompressor, aber hier wird noch von Hand gepumpt. Es ist einer, der jetzt auch, sage ich mal, noch die Handarbeit liebt. Und jetzt kommt der Reifen, die Befüllung. Ganz einfach, wie man es kennt, mit der Luftpumpe. So, und das ging jetzt ratzfatz. Und jetzt, ja, freue ich mich auch auf eine neue Bereifung. So, und ihr könnt hier mit allen Problemen zu Roberto kommen. Und da ist er auch schon, da ist er wieder fertig. Muy bien, y que rápido. Gracias. So, den packe ich jetzt wieder auf meinen Roller und dann geht es direkt nach Hause. Und wenn ich fertig bin mit der Arbeit, dann zeige ich euch das nochmal. So, das gute Stück ist jetzt zu Hause. Ich habe das Rad jetzt hier vor meinem Fahrrad stehen. Ich glaube, der Zusammenbau, der ist immer noch ein bisschen komplizierter wie der Ausbau. Aber ich habe ja jetzt aber auch einen richtigen schönen neuen Reifen und Schlauch und alles. Und ja, mal schauen, ob ich das auch jetzt wieder so zusammenbauen kann, dass es dann fahrbereit ist. So, und keine 5 Minuten später dreht sich auch wieder alles richtig. Gleich noch ein bisschen abgeschmiert, die ganze Sache. Rücktritt, das ist ja der Vorteil. Dieses Fahrrad hat noch einen Rücktritt, was es ja, ich glaube, gar nicht mehr so oft gibt. Also funktioniert noch, die Bremse einhängen und dann gern's wieder losgehen. So, und das war das ganze Werkzeug, was ich dafür gebraucht habe. Mit diesen drei Teilen alles erledigen können. Und jetzt gibt es eine Probefahrt. Also funktioniert, das eine ist die Theorie und das andere ist dann die Praxis. Durchschalten lässt sich auch alles gut. So, also hier die Schaltung funktioniert auch einwandfrei. Also, was wollen wir mehr? Die geht noch besser wie vorher. So, also Mission gelungen. Das Ganze hat jetzt gedauert. Ich fahre gleich noch eine Runde. Ja, eine Stunde hat es gedauert vom Rad rausmachen, hochfahren, Reifen, Schlauch einbauen, wenn man weiß wo, dann ist das ein Kinderspiel. So, mit diesen Bildern, ich mache mich jetzt gleich nochmal auf den Weg, sage ich hasta luego, macht's gut und wenn ihr ein Problem mit dem Fahrrad habt, wisst ihr ja, wo ihr hin müsst.